Freunde, ja, mal ein ganz anderer Hintergrund, den kennt ihr von mir noch nicht. Wir sind hier im Moment für genau 7 Tage im tiefsten bayerischen Wald. Und zwar in Heiligenblut bei Neunkirchen. Heiligenblut? Aber das ist Heiligenblut, ne? Höllehöhe. Ist egal, ihr habt es schon verstanden. Wir sind in der Hölle und zwar in der sogenannten Bootcamp-Hölle. Wenn wir jetzt da gleich hochgehen, dann seht ihr jetzt gleich was, was es bei uns nicht so oft gibt. Wir sind hier aus einer Kombination aus Hardcore, Fitnessstudio kann man nicht sagen, das ist einfach ein Kraftsportstudio, mit sogenannten bayerischen Urgewüchsen, die ganz schwere Gewichte heben können. Und zusätzlich hier eine ziemlich große Anlage mit Sportphysiotherapie. Und somit eigentlich eine ganz seltene Kombi. Einmal hier drauf. Gehen wir mal kurz rein. Ja, gehen wir mal gucken. Hast du es? Ah, da ist er doch, da steht er doch. So. Servus Sepp. Hallo. Hi. Hi, alles klar? Ja, mir geht's gut. Ja, passt, mir geht's sehr gut. So, jetzt sind wir tatsächlich in der sogenannten Hölle. Und jetzt gehen wir einfach mal mit Sepp durch und gucken uns das Ganze mal an. Vielleicht selbst ganz kurz, was ist dein Ursprung? Der Ursprung hier? Ganz normales Fitnessstudio, Ursprung. So wie man es halt kennt, einer hinter der Theke. Ja, ab und zu. Die anderen schreien rum, ein paar Übungen zeigen, so haben wir angefangen. Okay. So, und jetzt seid ihr schon ziemlich groß geworden, gell? Ja, immer größer. Noch was Größeres vor? Ja, mal schauen, in 2 Jahren, ja. Okay. Haben wir schon ein paar Hintergedanken, haben wir schon. Okay, gut. Ja. Gehen wir mal durchs Fitnessstudio. Gerne. Können wir es mal durchkommen? Gerne. So, hier steht natürlich direkt am Eingang rechts was, was nicht überall gibt. Ja. Kannst du es mal kurz erklären? Ja, sehr, sehr gerne. Das ist so unsere Armada mittlerweile, ist so unser Stolz. Es sind desmodromische Trainingsgeräte, 2 Beinpressen und eine Motronik, ein Streckerbeuger. Diese Geräte sind sehr selten, also 9 Stück wurden jemals gebaut. Wow. Jetzt gibt es noch 2 in Deutschland, die 2 stehen jetzt hier, außer der Sportschule Bruch natürlich. Die haben jetzt noch eine neuere, aber das sind im Privatbesitz die einzigen 2, die jetzt noch existieren. Und das sind die 2 schnellsten, die existieren, das ist natürlich unser Stolz. Mhm. Sind Geschwindigkeit zwangsgesteuert, amplitudenabhängig, das heißt, also die Maschine arbeitet gleichzeitig konzentrisch sowie exzentrisch geht bis zu 90 Schwingungen in der Minute. Mhm. Also die Geschwindigkeit ist extrem schnell, dann natürlich extrem gelenkschonend und natürlich eine unfassbare ATP-Ausleerung. Also die Energiespeicher werden so leer, dass nach 60 Sekunden bist du eigentlich so weit, dass du sagst, okay, du kannst gar nicht mehr stehen. Und was ist der Hintergrund? Was macht ihr mit den Geräten? Gibt es da eine spezielle Sportlergruppe, die braucht? Ja, die brauchen jetzt alle. Also wir haben ja mittlerweile europaweit Kunden. Die brauchen jetzt Leute, die zum Beispiel Arthrose-Probleme haben, ne, in den Knien oder in der Hüfte. Dann natürlich Sprinter, Bob-Anschieber. Dann Profi-Boxer natürlich jetzt momentan ganz aktuell mit den Riesenkämpfen, die jetzt vor uns sind. Dann Powerlifting natürlich und Motocross. Also, und deswegen kommen die Athleten eigentlich auch von überall her und nutzen halt diese Möglichkeit. Okay, also ihr wisst Bescheid, wenn ihr mal speziellen Wunsch habt, dann müsst ihr zum Set kommen. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter in den nächsten Bereich. So, natürlich rechts, wie es im Studio gehört, ein Cardio-Bereich zum Aufwärmen und fürs Ausdauertraining. Vorne ist, glaube ich, noch ein bisschen was zum Thema Gymnastik. Genau. Auch das, ihr seht eine bunte Mischung hier drin. Das gibt es selten, sehr selten. Da haben wir ein bisschen Gymnastik. Ich glaub, genau, Gymnastik und Koordination. Ja, okay. Ja. Und jetzt geht es in deinen Bereich. Genau, jetzt schauen wir mal, wo wir da sind. Wo gehen wir rein? Da. Hi. Hallo. So, jetzt gehen wir einfach am besten mal nach hinten und rollen das Feld von hinten auf. Genau. So, dein Bereich ist in der Mitte, ne? Ja, genau, richtig. Da kommen wir her. Da kommt er, ja. Also jetzt vielleicht einfach mal, der Ursprung des Ganzen war sicherlich mal die Plattform. Das heißt, Kreuzheben, Steinheben. Genau. So kennst du es noch von ganz früher, gell? Du warst ja als einer der ersten Kunden. Ganz früher. Ja. Weißt du eigentlich der Ursprung, warum ich überhaupt hierher gekommen bin? Ja, genau. Und zwar, es gab in Österreich noch ein Sporthotel, eins in Österreich, was immer es geheißen hat. Okay. Das war eben überfüllt, total überfüllt und ich habe es einmal so einen Tag lang dort, mir war das zu voll. Okay. Und dann habe ich gesagt, wo können wir noch hingehen? Dann haben wir lang gegoogelt und gesucht. Dann haben wir das gefunden und dann war die Ambiente des Holz.
Ich habe ein Bild gesehen mit dem Holz und dann war, glaube ich, ein Bild beim Kreuzhebel drin. Okay. Da habe ich gesagt, okay, da muss ich hin. Ja, Wahnsinn. Das liegt, glaube ich, 15 Jahre zurück. Okay. Da hast du, bist du Motocross, Motorrad genau, hochgefahren, da hast du da gleich mal... Das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Da war ja. Genau der Unfall. Ja. Genau, da hast du den Haxen gebrochen. Ja. Genau. Das heißt. Da waren wir hier, da war das alles noch viel, viel kleiner. Da war das irgendwie, das Hotel war viel kleiner unten. Da meine Tochter war ja gerade, ach Gott, die war gerade 2 Jahre alt. Ja, 15 Jahre ist ja, genau 15 Jahre. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier Studio. Das heißt, hier kann man das machen, was man so ursprünglich ganz früher mal im Fitnessstudio machen konnte. Was es heute in fast vielen Studios gar nicht mehr gibt. Und, ach so, ja. Wir haben ja noch hier jemanden, der ganz große Gewichte heben kann. Was war dein Rekord bis jetzt? Ja, 3,25, naja, so gut ist. Ich bin schon zufrieden. Ja, ich wollte gerade sagen. Bin schon zufrieden. Darf man zu sagen, und Stein heben? Stein heben 300, ja. 300 Kilo Steine heben. Also da muss man schon ein bisschen Power haben. Ja. Ganz ohne Power geht es nicht. So, wir sind natürlich hier und haben unser Bootcamp hier und fühlen uns extrem wohl, weil wir hier drin alles frei zur Verfügung haben. Also hier drin ist genau das, was ich immer gesucht habe, wo man natürlich ganz viel Freihandelbereich machen kann. Man wird nicht gestört und jetzt kommt was Sensationelles. Man darf drin hier drin atmen und stöhnen. Ohne dass man, gleich rausfliegt. Also ein Rage Cage in groß quasi. Rage Cage in groß, genau. Da muss man also nicht gleich Rücksicht nehmen, dass wenn man ein bisschen piepst, dass man gleich rausfliegt, sondern man kann richtig Kraftsport betreiben. So wie es früher einmal war, Old School. Old School, aber wie ihr vorne gesehen habt, natürlich mit technischen Voraussetzungen, die in keinen anderen Studios zu finden sind. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal oben in deinen Spezialbereich. Du hast ja noch eine Begabung. Das wissen die wenigsten wahrscheinlich so richtig, oder? Ich glaube, das sind nicht so viele wissen. Er kommt aus dem Steinhebe, Gewichthebe und trainiert Boxer. Ja, gut, das ist jetzt und sehr, sehr erfolgreich. Ja, ist jetzt so entstanden. Ja, und kann man schon sagen, sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. So schlecht sind wir nicht. Na, wer ist gerade aktuell da? Ja, Robin Krasnicki, amtierender Europameister, ist jetzt da, bereitet sich jetzt vor. Dann jetzt Tom Schwarz gegen Tyson Fury. Tom Schwarz betreuen wir jetzt. Kämpft jetzt dann ja in Las Vegas ganz groß. Vor 50.000 Zuschauern, ja, und jetzt letzte Woche war noch Ruslan Chagaev da, also der zweifache Profi-Weltmeister, und jetzt dann in 8-19 Wochen wird wahrscheinlich Tyson Fury kommen. Der ist jetzt ja amtierend, der hat Wladimir Klitschko geschlagen. Ja, und also jetzt, ich würde schon mal sagen, da darf man mal richtig stolz sein. Ja, oder? Ja. Also hallo, wer kann das behaupten? Nein, ist schon okay, sind wir schon gut aufgestellt. Und vor allem, wenn ihr wisst, dass dieser Ort, wie viele Häuser sind hier? 11 Häuser sind hier, also hier ist wirklich ruhig. Und das war auch für mich damals auch der erste Ansinn, zu hierher zu gehen, Bootcamp. Warum? Weil abends keine Abendveranstaltung machen kannst. Das heißt, 21.30 Uhr, ab ins Bett. Ist das auch was die Boxer genießen, dass hier so ruhig ist? Ja, das ist wirklich komisch. Also auch zum Beispiel Robin Krasnicki ist ja unser absolutes Musterbeispiel. Der, wo das erste Mal hier war, der wollte eigentlich gleich wieder nach Hause fahren, weil wir hier kein gescheites WLAN haben und keinen gescheiten Empfang. Und der war wirklich die ersten 2-3 Tage nur am Schimpfen. Und jetzt mittlerweile ist es eigentlich ja genau das, was es ausmacht. Du hast jetzt endlich einfach mal Ruhe, da piepst nichts, da bimmelt nichts. Und wenn du T1 geht einigermaßen, aber jedes andere Netz geht ja gleich gar nicht. Ja. Und du hast einfach deine Ruhe, kannst dich auf das konzentrieren. Ne? Du weißt, du brauchst Handy nicht anmachen, kommt eh nichts rein. Genau. Das hat tatsächlich seine Vorteile. Man braucht in der Tat auch 48 Stunden, bis man wieder daran gewöhnt ist, dass man hier nichts empfängt. Aber für so Hochleistungssportler, die sich fokussieren müssen auf ihren Kampf, Besser geht's gar nicht. Gehen wir mal einen Stock nach oben. Ja, gerne. Gehst du gerade vor? Ja, gerne. Du kennst den Weg besser wie ich. So, jetzt sind wir da, wo wir uns in der Regel nicht aufhalten. Da sind die Jungs drin, ne? Genau. Ja. Wie kommst du eigentlich zum Boxen? Ja, eigentlich letztendlich durch Kraft, Fitness, Kondition. Und jetzt hat sich das halt immer weiterentwickelt. Und es war der Gedanke, dass Boxer relativ wenig Kraftsport machen. Mhm. Und weil der Gedanke verbreitet ist, Kraft oder Muskeln machen langsam. Ja. Und wir haben halt dann das Gegenteil ein, zwei Mal bewiesen und jetzt mittlerweile haben wir halt die Weltelite halt hier. Ja gut, das ist natürlich auch das, was jetzt, ich sehe es ja unter, was du treibst so mit denen. Ja. Das ist halt nicht mit dem typischen Gewichtheben oder was die meisten verstehen, sondern es ist ja schon ganz schön verfeinert, was da zwischenzeitlich betrieben wird. Und auch mal für alle die, wo denken, ja die boxen nur, das ist ein Teil des Trainings, aber das, was ich unter so sehe, das ist natürlich ein ganz anderer Part. Und
Da war irgendwann was. Heute Abend findet irgendwas statt hier? Genau. Jetzt ist Fernsehteam, also zwei Fernsehteams sind jetzt da gerade da und die nehmen einen Beitrag über Tom Schwarz und heute Abend ist dann jetzt hier das erste Sparring dann. Okay. Ja. Ist dann, kann da jeder reinkommen? Ist ja, das, ja, logisch. Kann jeder gucken. Das ist ja. Sehr geil. Also. Kein Problem. Sehr, sehr interessant hier, ja, auch für uns. Und wir haben heute Abend die Chance, habe ich gehört. Ja, klar. Den Robin. Ja, genau. Das genau. ist sensationell. Ja, das ist cool. Ja. Extra für euch. Auf den bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also, ich kenne mich im Boxen nicht aus. Mhm. Gar nicht. Aber mich interessiert was ganz anderes. So, ich beobachte die Körpersprache da unten. Ich habe gestern zwei gesehen. Und beim Robin sieht man was in den Augen. Das ist was Besonderes. Und ich bin mir gespannt, was so sein Mindset ist, was sein Kopf, wenn er boxt oder wenn er sich vorbereitet, was in seinem Kopf vorgeht. Ich meine, die gehen ja oft an die Grenzen, wahrscheinlich auch im Training. Und da interessiert mich, was geht in seinem Kopf vor, was denkt er sich in dem Moment, wenn er immer wieder an seine Grenze geht. Was hat er da im Kopf, weil das lässt sich ja auch spiegeln auf andere Sportgruppen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, wird interessant bestimmt. Das bin ich, wie alt ist er eigentlich? Na, 32. 32. Am Montag wieder 32. Cool. Jetzt ist noch 31. Auf den bin ich sehr gespannt. Lieber Sepp, wir gehen vielleicht noch mal rüber, kurz in die Sportphysiotherapie, ja, gucken da mal rein, dass ihr auch mal seht, was da noch gibt. Logisch. So, jetzt sind wir schon gleich mal im Kursbereich, dann nutzen wir auch jeden Morgen, dann machen wir jeden Morgen unsere Stretching-Einheit und unsere Entspannungseinheit. Dann... Meditation, ne? Ja, genau. Dann haben wir hier Raum der Stille. Auch schön, sehr schön. Ja, auch das sagenhaft. Weil ihr seht, da ist für alles was da. Das ist halt die schöne Kombination. Weil normalerweise gehst du immer von aus, in den Hardcore-Studios, da gibt es alles, aber keine Ruhe. Ja, ja. Aber ja, man kann hier natürlich auch komplett entspannen, Ruhebereich. Im Sommer sicherlich auch herrlich, wenn du draußen aufmachen kannst. Sehr, sehr schön und es ist das Klasse an dem Bootcamp, dass du wirklich die Mischung hast, du kannst Outdoor-Workouts draußen machen, du kannst Indoor, du kannst entspannen, du kannst in die Sauna gehen, du kannst ins Dampfbad gehen, du hast ein Schwimmbad, wo wir eine neue Sportart erfunden haben, weißt du das eigentlich schon? Na. Nicht mitgekriegt. Na. Wirklich, das gab es noch nie. Okay. Es wurde noch nie gespielt. Ihr habt doch unten diese Flossen, diese Paddles, diese blauen Dinger und habt da Schwimmärmel. Okay. So, wir haben Schwimmärmel-Tennis gemacht. Okay. Hier rechts, hier links. Wir schlagen es dem Stefan Raab vor. Okay. Schauen wir mal, ob er es schafft, draus macht. Ja, morgens, glaube ich, eine Stunde haben wir gespielt, oder? Ja. Ganze Stunde. Ehrlich? Sehr, sehr geil. Ja, geile Sache. Ups. Geh durch, durch. Oh. Ich mach zu. So, jetzt geht's rechts rum. Wir haben noch Seminarräume, ne? Ja, Schulung. Genau, da waren wir auch schon drin. Da waren wir auch schon drin. Ja, wir sind da wieder wie zu Hause. Wie zu Hause. So. Hallo. Ja. Hallo. So, jetzt wird es spannend. Erst einmal, guck mal da, wer da ist. Kennt ihr alle schon, habt ihr schon mal gesehen. So, jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend. Auch das hier ist natürlich nicht selbstverständlich, würde ich mal sagen, oder? Ja, das ist so unser Stolz, so unser Angeberraum ist das, ja. Ja, da darf man angeben damit, weil also, wenn man sich im Sportbereich auskennt, dann weiß man, was die Firma schnell liefert. Mhm. Die sind natürlich da ganz spezialisiert auf spezielle Geräte, die man sonst nirgends findet. Vielleicht einmal ganz kurz durch, was haben wir hier? Es ist eine Rumpfdrehmaschine. Mit Fixation, also der Gedanke ist ja, dass man segmentales Wirbelsäulentraining macht hier. Mhm. Wir können also die Beweglichkeit der Wirbelsäule messen, wir können die Kraft der Wirbelsäule messen, beziehungsweise der Muskulatur. Und das ist natürlich jetzt das absolute Formel 1 High-End-System. Dementsprechend teuer ist es natürlich ja, auch. Klar. Wir haben jetzt ja mittlerweile hier zwei Leistungsdiagnostiker angestellt, also Vollzeit, ja, die das hier betreuen. Die Liesl ist ja eine davon. Hier ist zum Beispiel gerade eine Leistungsdiagnostik am Laufband mit einer Spiroergometrie. Ja, machen wir rüber. Ja, genau. So ist High-End. Toll. Ja. Also ihr habt ja einmal
Das hier, und ihr habt ja auch noch, muss man dazu sagen, was ja viel Sinn macht, ist der Backcheck. Genau. Backcheck vorher, da können wir nochmal reingucken, wenn Luft ist drin. Backcheck heißt, es wird vorher geguckt, ob Muskelgruppen, ob eine Dysbalance entsteht und welche Muskelgruppen schwach sind. Und mit der Auswertung kann man dann entsprechende Trainingsplanung erstellen, sodass die Leute gleich mit den Dysbalancen arbeiten. Und dann haben wir natürlich gleich Testgeräte, wo du dann auch die Muskulatur wieder testen kannst. Ne? Richtig. Also, wie viel Mal gibt es in Deutschland? Auch nicht so viel. Das glaube ich so 7-8 Mal, ja. Sowas. Wow. Müsste noch verfügbar sein. Da steht auch einiges rum an Geld, oder? Naja, das sage ich eigentlich immer gerne. So, hier sind 500.000 Euro versteckt, gell? 500? Ja, 500. Eine halbe Million? Ja, ohne Raum. Oh, also hier, nur hier? Ja. Nur hier? Nur hier. Schon viel. Halbe Million. Ja, das ist krass. Also, das sage ich ja immer gerne, weil es ja, ist unser Angeberraum. Ja, das darf ja auch. Ich meine, sowas muss auch honoriert werden. Sehr geil. Dann habt ihr oben ja noch die zwei Geräte. Ja, ja. Da kostet auch noch eine Stange Geld, oder? Das kostet jedes gleiche. Ist halt so, ja. Aber gut, hat sich mit der Zeit so entwickelt. Wir sind auch stolz drauf. Ja. Wir sind auch stolz drauf. Wir haben jetzt ein Riesenteam mittlerweile. Wir sind jetzt 28 Leute, die hier mitarbeiten. Wir sind jetzt, wir haben drei Orthopäden. Und wie schon gesagt, alleine diese zwei Leistungsdiagnostiker, die freuen uns eigentlich, weil war ja vor 10 Jahren undenkbar, dass zwei Vollzeit-Leistungsdiagnostiker den ganzen Tag eine Arbeit haben. Gell? Und wir kommen eigentlich nicht hinterher, weil wir eben so viele Profiathleten haben. Das freut uns schon. Also ich war ja vor 15 Jahren das erste Mal hier. Das, ja, genau. das kann man nicht mehr vergleichen. Hast du ja gesehen, ja. Ja, das kann man nicht mehr vergleichen und halt auch krass. Das macht ja auch nicht jeder, der mit Steinheben, Gewichtheben zu tun hat, entwickelt sich nachher so. Ja. Und das in so einer Ecke, in einer ganz speziellen Ecke in Deutschland, ist ja tschechische Grenze, wie weit? Ja, ja, 3 Kilometer. 3 Kilometer, tschechische Grenze. Also wenn wir das erste Mal hergefahren sind, das weiß ich auch noch, und hochgefahren sind, denken, oh, da ist wirklich nicht so arg viel los. Gehen wir weiter zum nächsten. Okay. Servus. Ja, hier sind eigentlich die ganzen Therapieräume. Schauen wir mal, ob da einer frei ist. Ja. Ah, okay. Das ist hier der Arztraum. Also hier sind jetzt unsere Ärzte versteckt. Ärzte, Heilpraktiker, Osteopathen, die arbeiten hier. Immer im Wechsel. Und dann haben wir also 14 solche Räume am Stück, wow. Da wo wir halt dann im Laufe der Jahre halt, das war der Gedanke, lauter Spezialisten rekrutiert haben. Gell? Mhm. Also wir wollten jetzt keine Physiotherapie machen im klassischen Sinne, mit 10 Therapeuten, Vorhang rauf, rein. Mhm. Und der Gedanke ist wirklich, du kommst jetzt hierher, wirst komplett getestet, wirst untersucht, dann wird dir ein Trainingskonzept erstellt und dann auf dieses Konzept wirst du dementsprechend behandelt. Ist aber das ist ja auch ganz schön mutig hier in der Ecke, oder? Ja. Weil du hast ja ein Einzugsgebiet, schon jetzt hast du gleich vor der Haustür eine Stadt hast mit 50.000 Einwohnern. Ja. Ich meine, es war schon sehr mutig. Ja, das war die ersten Jahre auch schwierig, sage ich mal, aber die Einheimischen, sage ich mal, Kunden sind die wenigsten mittlerweile. Bei uns sind vielleicht 20%, aber 80% unserer Kunden fahren mehr als 100 Kilometer. Sehr also gut. Einfach, ja. Klar, für das, was hier geboten wird, kann man mal 100 Kilometer fahren. Deswegen sind wir auch da. Ja, Gott sei Dank. Deswegen sind wir ja da. Gott sei Dank. Und wenn ihr habt auch Osteopathen da. Genau. Ist der immer wieder da oder ist der nur auf Abruf da? Wie du willst. Weil da hätte ich vielleicht diese Woche noch eine Frage. Ja, klar. Weil ich auf meiner rechten Seite. Ja, Freitag kommt er wieder. Ja? Ja, cool. Wenn der mal kurz Zeit hätte, logisch, weil ich habe auf der rechten Seite Hüftbeuger, der macht dummes Zeug. Machen wir. Super. Machen wir. So haben wir jetzt, das reicht ja. Haben wir noch was zum Angucken? Na, passt eigentlich. Wenn du mal Zeit hast, dann kannst du ins Bad runterschauen. Ja, stimmt. Die genau. Kann man, ja, das ist halt jetzt Betrieb. Gell? Der ist jetzt Betrieb, können wir rein. Mittag mal oder am Vormittag. Oder ganz früh vormittags. Genau. Dann gehen wir morgen mal kurz rein. Ja. Wenn es noch ruhig ist, Kamera ist wasserdicht, oder? Spritzwasser. Gut, super. Sepp. Sensationell. Nein, ich freue mich, dass ihr hier seid. Richtig, ich freue mich richtig. Das ist auch, man muss auch dazu sagen, wir kommen hierher. Wir waren ein halbes Jahr jetzt nicht da, wir waren vor einem halben Jahr schon mal da im Oktober und kommst her und es ist, als ob man schon immer da gewesen wäre. Ja. Ohne jetzt groß, da rangiert sich das irgendwie, man fragt nach, ist der Raum oben frei, können wir rein? Ja, da ist kein, geht nicht, müssen wir erst 1000 Planungen machen, bevor es geht, sondern alles relativ entspannt und easy. Und deswegen, Freunde, falls ihr mal wieder ein Bootcamp gehen wollt oder vielleicht mal nicht nur im Bootcamp sagt, unterm Jahr mal sowas mitmachen wollt wie hier, vielleicht auch mit Rezept kommt, wenn ihr mit Rezept kommen würdet. Genau. Wenn ein Rezept kommt von eurem Orthopäden, könnt ihr herkommen, könnt erstmal euch orthopädisch behandeln lassen vom Physio und ihr könnt trainieren und alle möglichen Tests machen. Ihr habt da Laktattest, haben unsere Jungs schon gemacht und Mädels, dann habt ihr einen Stoffwechsel, Ruhestoffwechselmessung.
Und Backcheck. Vielleicht noch der Backcheck kurz. Lass mal da kurz reingehen. Ja, können wir machen. Der wäre cool, weil das hat auch nicht jeder. So, der ist da drin versteckt, gell? Yes. So. Siehst du, das ist halt so ein Analysesystem, wo man Maximalkraft misst. Mhm. Und das ist eins, ja, unserer ersten Systeme, das haben wir jetzt mittlerweile seit 16 Jahren. Und wir haben jetzt, das ist sehr lustig, wir haben jetzt über 25.000 Tests schon gemacht. Ja. 25.000, stell dir mal vor, ja. Krass. Kannst du dir mal vorstellen, im Schnitt auf diese Zeit, diese 16, 17 Jahre, die wir jetzt haben, was du da am Tag messen musst. Gell? Da geht schon einiges durch. Ja, das ist brutal. Aber es gibt es halt nicht überall. Es gibt ja. Wenig Studios, aber der Sinn natürlich für alle, weil wenn man ins Fitnessstudio geht, wenn ihr einen guten Trainer habt, der kann vielleicht ein bisschen was an Dysbalancen sehen. Aber da weißt du halt ganz genau, in welchem Bereich, was von Trainingsplan, welche Übungen machen Sinn, um wieder ein Gleichgewicht ins Körper zu kriegen. Ich habe vor, pass auf, 1990 war ich beim Dr. Wolf, keine Ahnung, wo lag ich, da gab es die Hyperextensions, die mit dieser Biegung drin. Ja, da hat er noch in einer Lagerhalle, in einer furchtbaren Lagerhalle hat er angefangen. Das war sein erstes Gerät, waren Hyperextensions mit so einer Lendenlordose drin und das zweite Gerät war ein Stretchboy. Okay. Das war so eine Kiste mit so Seilen dran, Hebeln dran, da konntest du dich dehnen drin. Okay. Und dann hat er sich aber sukzessive nach oben gearbeitet. Ich weiß nicht, was er jetzt noch macht, das war es noch, da hat er noch andere Geräte zwischenzeitlich. Ja. Und für alle, die dann hierher kommen, am besten als allererstes, wenn ihr herkommt, macht einen Termin aus für einen Backcheck. Wenn ihr den Backcheck habt, dann könnt ihr zum Beispiel hier euch vielleicht zeigen lassen, was ihr machen sollt. Oder ihr bringt eurem Trainer das mit und dann kann er euch genau zeigen, welche Übungen ihr machen solltet. Ja? Jetzt haben wir alles durch, oder? Süßes. Haben wir alles durch? Noch eine abschließende Frage? Du trainierst auch noch. Bisschen. Für alte Herren. Für 200 Kilo reicht es noch. Ja, das wird reicht doch, oder? Ja, das muss ja dir erst noch gehen. Das muss immer gehen, oder? Das ist Standard. Das muss immer gehen. Das ist zum Aufwärmen, 200 Kilo. Das muss immer gehen. Super. Ja, Sepp, herzlichen Dank. Gerne. Und heute Abend sehen wir uns nochmal zum nächsten Interview. Ja, genau. Sehr geil. Danke dir. Danke dir.